seit 1972 ununterbrochen Mitglied des Deutschen Bundestages und damit der dienstälteste Abgeordnete in der Geschichte nationaler deutscher Parlamente. 1984 bis 89 Bundesminister für besondere Aufgaben und Chef des Bundeskanzleramtes. 89 bis 91 und 2005 bis 2009 Bundesinnenminister. 1990 maßgeblich an der Aushandlung des Einigungsvertrags beteiligt, 91 bis 2000 Fraktionsvorsitzender der CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, 98 bis 2000 CDU-Bundesparteivorsitzender, 2009 bis 2017 Bundesfinanzminister, seit 2017 Präsident des Deutschen Bundestages, als solcher heute hier und damit zweithöchster Repräsentant unseres Staates. Gläubiger Christ und ich muss mich entschuldigen, diese Aufzählung ist ohne Zweifel lückenhaft. Es ist uns eine besondere Ehre, Sie, lieber Herr Dr. Schäuble, heute hier in unserem St. Paulusheim in Bruchsal begrüßen und willkommen heißen zu dürfen. Trotz Ihres vollen Terminkalenders haben Sie gerne zugesagt, mit unseren Schülerinnen und Schülern ins Gespräch zu kommen. Schon jetzt ganz herzlichen Dank dafür. Anwesend sind die Schülerinnen und Schüler der 11. Klasse bzw. unserer Kursstufe 1 sowie ein Großteil unserer frisch gebackenen Abiturientinnen und Abiturienten, die eigentlich gar keine Schüler mehr sind, da sie vorgestern ihr Abitur mit einem hervorragenden Gesamtdurchschnitt von 1,9 bestanden haben, darunter 8 Absolventinnen und Absolventen mit der Bestnote 1,0. Das ist ein neuer Schulrekord. Ich freue mich, dass auch einige Alumni heute da sind. Ich begrüße die zahlreich anwesenden aktiven und ehemaligen Kolleginnen und Kollegen, die sind übrigens fleißig am Unterrichten. Viele Klassen, aber auch Eltern und weitere Angehörige unserer Schulfamilie sind per Livestream mit uns verbunden. Herzlich grüße ich euch und Sie alle am Beamer und an den Bildschirmen. Mit besonderer Freude heiße ich unsere weiteren Ehrengäste herzlich willkommen. Abgeordneten Herrn Olaf Gutting im Bundestag und Herrn Uli Hockenberger im Landtag. Sie sind aber nicht nur heute einmal in 5 Jahren da, sondern sonst auch gerne gesehene Gäste hier. Dafür herzlichen Dank. Genauso wie natürlich auch unserem Bürgermeister Dream Team von Bruchsal, liebe Frau Oberbürgermeisterin Petzold-Schick und Herr Bürgermeister Glaser, Sie natürlich auch ständig hier bei uns und heute ganz speziell. Herzlichen Dank für Ihr Kommen. Herzlich willkommen und auch vielen Dank an die zahlreichen Vertreterinnen und Vertreter der Medien. Als Thema für die Veranstaltung haben wir unser diesjähriges Schuljahrsmotto gewählt: Demut haben mit großem M. Der Begriff Demut scheint heutzutage einigermaßen verstaubt zu sein. Oft drängt sich als erste Wortbedeutung auf, von einer übergeordneten Instanz niedrig und klein gehalten zu werden. Das diesjährige Schuljahresmotto möchte den Begriff neu entdecken und als moderne Tugend in der heutigen Zeit verstanden wissen. Ich habe mir eine Definition zurechtgelegt. Demut heißt, mit beiden Beinen aufrecht erhobenen Hauptes auf der Erde zu stehen und zu wissen, dass der Himmel über mir ist. Himmel steht hier nicht für eine kleinhaltende oder gar bedrohliche höhere Instanz, sondern als Inbegriff für das Eingebettetsein des Individuums in die gesamte Schöpfung. Für unsere Jugendlichen sind nicht erst seit Fridays for Future Klima- und Umweltschutz, Nachhaltigkeit und Bewahrung der Schöpfung zentrale Themen. Hierbei gilt es, sich selbst demütig vor unverhältnismäßigem und ungerecht verteiltem Ressourcenverbrauch zurückzuhalten und eben nicht alles zu tun und zu nehmen, was sich uns anbietet. Letztlich zeigt auch die Corona-Pandemie, dass der Mensch sich nicht allmächtig über die Gegebenheiten der Natur hinwegsetzen kann, sondern diese zu respektieren und gut damit umzugehen hat. Demut kommt aus dem Mittelhochdeutschen von Dienmut. Das Schuljahresmotto will einerseits auffordern, sich den notwendigen gesellschaftlichen und klimaschützenden Herausforderungen der Zeit dienend
eben mutig und solidarisch einzusetzen. Andererseits möchte das Motto Demut haben, in der aktuellen Krisenzeit neuen Mut machen, zuversichtlich und hoffnungsvoll nach vorne zu blicken, deswegen das große M. Auf das anschließende Podiumsgespräch zu diesem Themenkreis bin ich schon sehr gespannt und darf die Dame und die Herren auf unserem prominenten Podium vorstellen. Julia Krutke aus der Kursstufe 1 ist unsere Schülersprecherin. Wir haben aber noch zwei weitere Schülersprecher. Santino De Benedetti sitzt hier neben dem Herrn Bürgermeister. Das wird vielleicht einmal die spätere Karriere sein. Und der Julius Schade ist bei der Musik und auch mitverantwortlich hier für die ganze Technik. Daniel Hohm zu meiner Linken ist unser Jahrgangsabiturient und ich darf das trotz Datenschutz einfach verkünden. Positive Sachen darf man immer sagen. 883 von 900 möglichen Punkten. Rechnerisch entspricht das, glaube ich, so etwa einer 0,8. Und Johannes Köster ist ebenfalls Abiturient und der diesjährige Scheffelpreisträger. Und last but not least, sieht fast aus wie ein Schüler, ist aber keiner, Herr Dr. Leitsch, unser Fachbeauftragter für das Fach Geschichte, und er wird die Moderation übernehmen. Wir hören nun ein kleines musikalisches Intermezzo mit unserem Leistungskurs Musik unter der Leitung von Benjamin Krähn, Mahalageaska, ein Instrumentalstück aus dem Balkan. Dafür schon jetzt herzlichen Dank. Und danach darf ich Sie, lieber Herr Bundestagspräsident, um Ihre einführenden Worte bitten. Uns allen wünsche ich einen spannenden und inspirierenden Vormittag hier am Gymnasium St. Paulusheim. Herzlichen Dank. Ja, das ist ja ein toller Empfang. Vielen Dank, Herr Zepp. Liebe Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, Frau Oberbürgermeisterin, liebe Schülerinnen und Schüler, das ist ein gutes Motto, Demut haben vor der Schöpfung. Ich habe so oft gesagt, wir brauchen Mut. Und ich habe auch so empfunden, als wir so schrittweise die Erfahrungen mit Corona gemacht haben. Erst haben wir ja geglaubt, auch die Wissenschaftler, was haben sie uns nicht alles gesagt? Na ja, das ist wie die jährliche Grippewelle. Da war es schon ein bisschen, dann haben es geheißen, Masken,
nützen gar nichts, die Wissenschaftler gesagt. Und naja, inzwischen haben wir gesehen, es ist doch mehr. Und wir haben wieder gelernt, was wir ständig leben können. Man kann sich so sicher sein, wie nur irgendwie, dass alles immer so weitergeht. Und es ändert sich von einem Tag auf den anderen. Wenn ich jetzt die Nachrichten heute Morgen lese von der Eifel, von den Hochwassern, wo ich glaube, an die 50 Menschen vermisst sind, wenn man nicht weiß, wo sie noch da sitzen, und etliche hat man schon als tot geborgen. Da lebst du irgendwo, wo du im Leben nicht dran denkst, dass du Hochwasser kriegst. Und plötzlich kann dich allenfalls noch ein Hubschrauber retten. Und deswegen ist das auch eine gute Beschreibung, wie Sie es gesagt haben. Resignieren hilft gar nicht. Wenn wir Angst vor der Zukunft haben, wenn wir uns nicht was trauen, gibt es eigentlich nur eine. Ich sage immer, ich bin ja so ein richtiger Alemanne. Also ich mache es immer ein bisschen einfach. Ich sage, naja, wenn man Angst vor der Zukunft hat, darf man eigentlich gar nicht geboren werden. Denn man muss ja wissen, irgendwie stirbt man sogar. Das ist zwar für junge Leute jetzt noch nicht das dringendste Thema, obwohl es auch von einem Tag auf den anderen nicht passieren kann. Es kann einem immer treffen im Leben. Ich habe es selber auch mal erlebt. Ich habe ja, Sie haben es gesagt, den Einigungsvertrag verhandelt. Das war für mich politisch schon irgendwo das Größte in der kurzen Zeit, in der ich politisch tätig gewesen bin. Und dann war ich auch für die Wiedervereinigungsfeiern verantwortlich. Das muss ja alles auch gut organisiert werden, wie wir sowas machen in Deutschland. Und es hat alles auch noch geklappt. Und dann habe ich gedacht, Mensch, das war jetzt so toll. Und 9 Tage später lag ich in der Intensivstation in Freiburg. So geht's rauf und runter. Es geht auch wieder rauf. Man darf nie resignieren. Man muss immer weitermachen. Und deswegen, ja, wir sind, und insofern, selbst wenn man nicht gläubig ist, muss man wissen, da muss man halt, wenn man nicht gläubig sein will, muss man halt ein bisschen sich mit Geschichte beschäftigen und begreifen, dass wir ja nur ein Wimpernschlag in der Weltgeschichte sind, über die Jahrtausende und Jahrmillionen hinweg. Wen interessiert es schon in 1000 Jahren, was wir sind? Aber unser Leben ist heute, und wie wir leben und was wir daraus machen, ist unseres. Und wenn wir es zulassen, dass wir in unserem Leben, in unserer Zeit mehr kaputt machen, als wir bekommen haben, dann handeln wir nicht sehr verantwortlich. Deswegen ist Nachhaltigkeit natürlich in jeder Beziehung etwas ausgesprochen Wichtiges. Natürlich vor allem und zuerst in der Umweltpolitik. Ich rede gar nicht mehr von Klimakrise, weil es ist längst eine Klimakatastrophe geworden. Wir dürfen nicht drum herum reden. Und ob jetzt das Hochwasser durch den Klimawandel verursacht ist oder nicht, ist mir doch gerade Wurst. Aber dass wir, wenn die großen Eisberge an den Polarkappen in der Antarktis und in der Arktis abschmelzen, wenn in Sibirien die Wälder brennen und die Temperaturen im Sommer auf 35 Grad gehen, dann weiß man doch, welche dramatische Entwicklung stattfindet. Und dann können wir nicht einfach so weitermachen. So habe ich auch gedacht, die Pandemie muss eigentlich für uns alle ein Weckruf sein. Wir können nicht immer so weitermachen. Wir können nicht einfach immer nur so weitermachen. Es ist ja auch ganz einfach. Dieses Virus hat sich schneller verbreitet als in früheren Zeiten Viren. Die gab es immer. Jetzt haben wir uns ja alle mal angewöhnt,
wie war das mit der Pest? In London haben sie zu Zeiten der Pest, die Leute, die Pest hatten, eingemauert in ihren Häusern. Bums aus, fertig. Auch nicht schön. Aber die kam über Jahre, Jahrzehnte, hat die sich allmählich verbreitet. Wir sind jetzt so schnell, sich rasend schnell verbreitet, und zugleich haben wir so rasend schnell Impfstoffe dagegen entwickelt, dass wir auf der einen Seite hoffen können, wir können mit dem Impfen das meistern, aber ganz sicher, ob das Virus uns nicht noch ärgert, weil es sagt, guck mal, ob ich als Virus nicht schneller mutiere, als ihr eure Impfstoffe entwickelt, ist auch noch nicht so ganz. Und deswegen, wir müssen immer im Unwissen auch entscheiden, auch wir Politiker. Das ist auch gut, dass man sich klar macht. Übrigens ist das die Grundlage von Freiheit. Wenn wir wüssten, was morgen ist, wäre es mit der Freiheit nicht so gut. Das ist die Grundlage, die Ungewissheit, die Offenheit. Ist die Grundlage. Deswegen kein Grund zum Jammern, sondern Grund, aber in dem Wissen, dass wir irgendwie nicht allein sind und dass wir es auch nicht für uns haben. Wir kommen ja nicht allein auf die Welt. Wir können noch so tolle Typen sein, aber wir kommen nicht allein auf die Welt, und allein raus ist auch nicht so ganz fröhlich. Das geht zur Not, aber ist auch nicht schön. Also immer wissen, es ist beides, und deswegen finde ich diesen Begriff Demut haben einen sehr schönen. Und jetzt freue ich mich auch auf unser Gespräch. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Bundestagspräsident. Ich freue mich, dass wir an einige Punkte von Ihrem Eingangsstatement im Zuge des Gesprächs noch anknüpfen werden können. Beginnen wir vielleicht mal tatsächlich im schulischen Kontext. Der Begriff der Demut, der wirkt heute, als wäre er, wie Herr Zepp schon gesagt, weitgehend aus dem Bewusstsein der Menschen verschwunden. Eine Gesellschaft, die sich in den letzten Jahrhunderten dem Credo des reinen Fortschrittsglaubens verschrieben hat, scheint bisweilen den Mut zu dienen oder das Bewusstsein um die eigene Unvollkommenheit verloren zu haben im Angesicht von Frieden, von Demokratie und Wohlstand. Lohnt es sich denn heute, und ich blicke dabei auch auf die Schule, noch Demut zu lernen? Also Demut ist ein Thema, das uns alle betrifft. Und zwar nicht, weil wir uns unterwerfen, sondern Demut ist Mut zu dienen. Und das Mut ist ganz wichtig, weil wir eben diese Verantwortung wahrnehmen müssen. Und zwar aktiv. Wir dürfen uns nicht unterkriegen lassen. Wir müssen eben wissen, dass wir eine Verantwortung haben, und unser Handeln, das ja durch Globalisierung, durch Verflechtung, durch Individualisierung versteckt wird, wenn wir etwas konsumieren, wenn wir was kaufen. Wir wissen nicht, wie es hergestellt wurde. Und das ist ein Fehler. Wir müssen uns bewusst machen, wir haben eine Verantwortung, so wie wir handeln, und wir müssen den Mut haben, für unsere Ideale einzustehen und eben richtig zu handeln. Um daran direkt anzuknüpfen, ich finde auch, dass wir durch die Corona-Pandemie zur Demut zurückkommen. Wir sehen nicht mehr alles als selbstverständlich. Wir hinterfragen Dinge. Wir können nicht einfach in den Urlaub gehen, wenn wir wollen. Wir können nicht ins Kino gehen. Wir müssen Masken tragen. Und ich finde, dadurch kriegen wir irgendwie die Demut oder den Sinn für Demut auch viel mehr bewusst. Entscheidend ist eben, wie kommen junge Menschen wie wir, wie lernen wir es zu verstehen? Was bedeutet Demut für uns? In welchen Bereichen auch immer? Und ich denke jetzt tatsächlich, wie Julia schon gesagt hat, diese Pandemie ist für alle Menschen eine Zäsur, ob jung, ob alt. Wir merken alle, dass etwas fehlt und dass wir eben nicht durchgängig dieses Leben leben können. Und dieses Verständnis jetzt zu erfahren, ist auch lehrreich, jetzt auch, wenn man unter anderem auch sehr geknickt ist durch die verschiedenen Einschränkungen, die man hat. Aber dieses Weiterdenken ist in diesem Fall dann auch entscheidend. Ich glaube, eine Sache, die man noch sagen kann zum Thema Corona. Ich glaube, wir müssen das schätzen lernen. Wir werden jetzt gebrochen in unserem Konsumrausch, aber wir dürfen nicht wieder einfach dazu zurückgehen. Wir müssen verstehen, dass nur Konsum nicht gut ist. Und
Wir hatten jetzt die Erfahrung, dass es nicht geht und wir dürfen das jetzt nicht nur als negativ sehen und dann wieder zurückgehen, sondern wenn wir das zu schätzen lernen, dann können wir das auch beibehalten. Wir können es vor allem als Chance nutzen, jetzt uns zu überlegen, uns genauer zu überlegen, was machen wir, was hat es für Auswirkungen auf die Zukunft, auf uns, auf die Generation nach uns, was können wir ändern? Und da finde ich auch wieder, ich möchte jetzt Corona nicht schönreden, auf keinen Fall, aber eben durch die Pandemie, finde ich, kommen wir zu diesem Gedanken einfach viel besser zurück. Darf ich da eine Nachfrage stellen? Aber wie konservieren wir denn diesen Gedanken? Wie verhindern wir, dass im Angesicht der Geschwindigkeit, die unser Leben jetzt langsam doch wieder aufnimmt, auch in diesem Lockerungssommer, wie verhindern wir, dass der Gedanke der Demut, den uns Corona beigebracht hat, wieder im Business as usual verschwindet? Ganz einfach, indem man über diesen Begriff spricht, wie wir es heute tun. Ich finde, damit kann man auch auf diese Thematik aufmerksam machen und der Austausch ist essentiell wichtig. Ich glaube, dass das gar keine so kurze Zeit für uns Jugendlichen. Ich bin 18, anderthalb Jahre davon ist Corona. Das ist eine Erfahrung. Tja. Und ich glaube, das Wichtige ist auch der Umgang damit, dass man jetzt nicht sagt, das war nur schlecht. Und ich glaube, wenn ich die Leute hier anschaue, es war für niemanden nur schlecht. Jeder hat auch schöne Erfahrungen gehabt, zu Hause zu sein. Und das müssen wir zu schätzen lernen, dass wir das auch in Zukunft beibehalten. Dann, wenn Sie noch wünschen, was dazu zu sagen. Ich will mal aus meiner Erfahrung als ehemaliger Finanzminister dazu etwas beitragen. In der Ökonomie wissen wir ja, dass der Preis bestimmt wird durch Angebot und Nachfrage. Also wenn etwas knapp ist, wird es wertvoll. Wenn etwas im Überfluss vorhanden ist oder vorhanden zu sein scheint, dann schätzt man es nicht. Das ist aber in allen menschlichen Lebensbereichen so. Früher hat man gesagt, naja, wenn die Kindern oder Schülern, 18-Jährigen, sagst, achte auf deine Gesundheit, was Eltern regelmäßig tun, sagen die, ach Mensch, immer die Ermahnungen. Wenn du älter wirst, wird Gesundheit unheimlich wichtig. Solange man meint, saubere Luft, klares Wasser, das wäre alles gegeben. So. Wenn es knapp wird, wird es wertvoll. Und das ist die Erfahrung. Man fängt dann plötzlich wieder an, es ist nicht selbstverständlich. Und das ist wichtig. Und insofern steckt jedenfalls in Corona eine Chance, dass wir es uns wieder besser machen. Meine Sorge ist, wenn ich so manches beobachte jetzt, dass wir schon wieder unsere Gesellschaft in der Versuchung ist zu sagen, ja, das war jetzt so ein kleiner Betriebsunfall. Jetzt machen wir weiter wie bisher. Ich vermute, dass dann die nächste Katastrophe schneller kommt. Und insofern hoffe ich, dass viele Menschen wirklich den Anstoß auch begreifen, dass eben nichts selbstverständlich ist, sondern dass man sich immer wieder auch darum bemühen muss und dass im Übrigen ja auch in manchem, vielleicht man manches auch gar nicht so braucht, weil es anders auch ganz gut geht. Ne? Ich würde vielleicht bei meiner Selbstverständlichkeit einen Moment bleiben, aber eher im negativen Sinne. Denn ich frage mich, oder wir haben uns gefragt in der Vorbereitung dieses Gesprächs, ob wir nicht eigentlich angesichts der Vermüllung der Ozeane, dem grassierenden Artensterben und der von Ihnen schon angesprochenen Klimakatastrophe nicht eigentlich den Demut vor der Schöpfung längst verloren haben. Haben wir. Was wir machen, ist unglaublich skandalös. Und in der Tat, Sie haben völlig recht, wir sehen den Verlust an Artenvielfalt bei uns auch, ja, nicht? Insektensterben und so ist ja nur so ein Thema. Aber wenn man die Bilder sieht, wie wir die Ozeane leerfischen und was wir am Meeresgrund alles treiben, es wird einem manchmal wirklich, also mir wird es manchmal schlecht, wenn ich diese Dinge sehe, denke, Herrgott, Dunder, was machen wir? Auf der anderen Seite wissen wir leben hier
im Vergleich zu den meisten, also der Mehrzahl der Menschen auf dieser Erde, viel besser. Wir haben es also relativ leicht zu reden. Ah ja, nee. Das ist ja dann auch das soziale Problem und wir werden nicht, auch deswegen glaube ich auch, dass wir Corona auch begreifen müssen, wir können nicht in unserer Zeit solche Herausforderungen noch meistern, wir können überhaupt nicht wirklich politisch handeln, wenn wir nicht stärker unser Tun, auch unser Unterlassen, unsere Entscheidungen in globale Beziehungen, Bezüge einordnen. Das konnte man auch bei der Migrationskrise vor, das ist jetzt auch schon wieder 6 Jahre her, 2015, sehen. Natürlich können nicht alle Menschen, denen es viel schlechter geht auf dieser Welt, zu uns nach Europa kommen. Denn wenn die alle kämen, das sind ja nur ein paar hundert Millionen, etwa 800 Millionen oder 1 Milliarde. Wenn die alle nach Europa kommen, herrschen hier Mord und Totschlag und sonst gar nichts mehr. Das geht also auch nicht. Ich habe letzten Samstag in der evangelischen Stadtkirche mit dem Ratsvorsitzenden und dem Landesbischof und ja natürlich mit unserem Dekan und unserem Gemeindepfarrer eine Aktion eröffnet oder bin der Schirmherr, United for Rescue. Wo natürlich darum ging, jedes Menschenleben im Mittelmeer retten. Da sage ich, ja, das mache ich. Ich sage euch aber gleich, das reicht nicht. Und habe dann gesagt, wenn wir das in Politik umzusetzen ist, dann müssen wir zugleich sehen, wenn von Seenotrettungsaktionen die Botschaft ausgeht, können alle nach Deutschland kommen. So war es 2015. Germany is open. Dann ist es eine Katastrophe. Und dann kriegen wir die nicht mehr eingefangen. Also muss man überlegen, was können wir tun, um zu verhindern, dass so viele Menschen das falsch verstehen oder dass die Schlepperbanden, denn die Schlepperbanden macht das kriminelle Organisation, damit ihr Geld. Und da wird Politik furchtbar schwierig. Und sie wird auch moralisch plötzlich immer fragwürdig. Ja. In der Politik kannst du gar nicht einfach ein gutes Gewissen haben. Das geht nicht. Deswegen habe ich da auch den Satz zitiert, der hat mich wirklich sehr beeindruckt von dem früheren Bundeskanzler Helmut Schmidt. Helmut Schmidt war für die Jüngeren der Vorgänger von Helmut Kohl. Naja, Sie waren da noch nicht geboren. Ne? Die Älteren lachen jetzt, aber ich merke es ja bei meinen Bundestagskollegen, wenn ich denen so aus den 80er Jahren erzähle, da gucken die mich so an. Also gut, der Helmut Schmidt hat bei der Beerdigung, bei der Trauerfeier für Hans-Martin Schleyer. Hans-Martin Schleyer ist damals in diesem Herbst 77, wo die Terroristen die RAF so gemordet haben, der wurde entführt und dann war die Forderung, die Terroristen im Gefängnis waren, freizulassen oder er wird ermordet. Und der Kanzler Schmidt hat dem nicht nachgegeben. Ich fand die Entscheidung richtig. Aber die Witwe von Hans-Martin Schleyer war natürlich böse darüber, was ich auch verstehe. Und dann hat er bei der Trauerfeier in Stuttgart gesagt, und die Witwe saß so vor ihm, wer politisch handelt, wird schuldig. Es gibt kein politisches Handeln, ohne schuldig zu werden. Wenn wir die Migrationskrise einigermaßen in den Griff kriegen wollen, müssen wir mit Leuten wie Erdogan zusammenarbeiten. Auch da muss man Demut dann nämlich haben. Ich weiß, ich habe der Bundeskanzlerin lange vor dem Herbst 2015 immer geraten, wir brauchen ein Abkommen mit der Türkei.
Ich habe ja was von Flüchtlingen, von Migration verstanden, weil ich mich mit dem Thema schon in den 80er und 90er Jahren rumgeschlagen habe. Ich sage, wir brauchen ein Abkommen mit der Türkei, dass sie die Flüchtlinge nicht nach Europa durchlässt. Und dafür wird Erdogan Geld verlangen. Da hat er im Übrigen auch recht. Und ich habe zu ihr gesagt, er wird es nur machen, wenn Sie da das selber mit ihm machen. Die Kommission, die Europäische, wird er nicht so sehr respektieren. Und dann hat sie damals gesagt, wenn ich da zu dem Erdogan fahre, dann werde ich so viel kritisiert, dass ich mich mit dem Erdogan zusammen mache und habe den ganzen Ärger. 3/4 Jahr später hat sie es dann gemacht. Ne? Auch das gehört zur Demut, zu wissen, wenn man entscheidet, wenn man Verantwortung übernimmt. Es gibt in dieser Welt, im irdischen Bereich, keine moralisch ganz einwandfreie Entscheidung. Ich würde gerne beim Thema Gerechtigkeit bleiben, ist allerdings von der sozial-globalen Gerechtigkeitsform eher auf die Generationengerechtigkeit bringen. Mahnt uns nicht das Konzept der Demut auch in der Politik und in der Gesellschaft zu einer deutlich stärkeren Generationengerechtigkeit, als wir sie aktuell leben? Eine Gerechtigkeit zwischen den Generationen? Ja, eine Generationengerechtigkeit. Das ist ja, denke ich, was die jungen Menschen hier durchaus angeht, dass wir ihren Planeten nicht verheizen. Ja. Ich glaube, es ist gar nicht so sehr die Gerechtigkeit zwischen den Generationen. Immer noch hat die junge Generation heute in vielen Dingen sehr viel besser als meine Generation es hatte, als ich so jung war, wie die junge Generation heute. Und wenn ich an die Generation meiner Eltern denke, die im Ersten Weltkrieg geboren und den Zweiten Weltkrieg durchlitten haben, da war mein Leben immer nur Gold. Aber mit den Generationen, das ist mir schon ein bisschen zu sehr auf jetzt ganz bezogen, ein bisschen gezogen. Wenn wir es auf die Schöpfung beziehen, dass die Erde uns nur anvertraut ist oder die Schöpfung und uns nicht gehört, dann ist das ist Nachhaltigkeit. Und das finde ich da den wichtigeren Gedanken. Wenn wir alles kaputt machen, in einer Generation oder wir, das ist völlig unnötig. Das ist nicht, ich meine, die Erde gehört nicht den jungen Menschen, sie gehört genauso gut den alten Menschen. Die haben sogar viel dazu beigetragen, dass sie so ist. Aber es gibt ja danach auch noch Generationen, zum Beispiel, wenn wir keine Kinder mehr hätten. Wenn wir sagen, es gibt ja welche, die sagen, wegen der Umwelt, wegen all den Sorgen will ich gar keine Kinder mehr in die Welt setzen. Ja, lieber Himmel, da kann man nur sagen, der Letzte macht es nicht aus. Naja, ohne Kinder keine Zukunft. Das ist ein immer fortlaufender Prozess. Und man darf auch nicht der Versuchung unterliegen, zu sagen, früher war es besser. Es war früher nicht besser. Wir haben heute riesige Probleme und wir haben Probleme dadurch, dass wir eben diese weltweiten Bezüge viel stärker empfinden und da eingebunden sind, als das früher gewesen ist. Aber wir haben auf der anderen Seite natürlich so unglaublich größere Möglichkeiten, die wir übrigens auch den Älteren haben. Irgendjemand muss ja das Internet und das iPhone und das alles erfunden haben und entwickeln und weiter und so. Es ist ein fortlaufender Prozess. Aber keine Generation darf der Versuchung nachgehen, zu glauben, sie sei absolut. Sondern sie muss begreifen, dass wir in einem immerwährenden Prozess sind und dass wir eben, wie man es aus der Geschichte lernt, nur ein kleiner Wimpernschlag in dieser Geschichte sind. Nicht? Das ist ja schon unheimlich eindrucksvoll. Also ich sehe das
alles gut. Ich sehe den Begriff Generationengerechtigkeit gar nicht als Angriff an eine bestimmte Generation oder dass ich sage, irgendjemand hat was falsch gemacht und deswegen haben wir es jetzt schlecht. Wir haben es nicht schlecht, wir haben es gut. Aber ich finde trotzdem, dass jede Generation, egal ob man jetzt 17 oder 87 ist, jeder muss auf unseren Planeten, muss auf die Schöpfung achten und hat eine gewisse Verantwortung auch dafür. Und ich finde, da ist man bei dem Begriff Generationengerechtigkeit gut dabei, wenn man sagt, jede Generation, auch wenn man jetzt denkt, okay, ich lebe jetzt nur noch 5 Jahre von mir aus, hat trotzdem die Verantwortung, darauf zu achten, dass auch die Jüngeren noch die Möglichkeit haben, was aus der Schöpfung, was aus der Erde zu machen und darauf gut oder damit gut leben zu können. Ich frage mich da aber, ist es dann nicht auch Aufgabe der Politik, dafür zu sorgen, dass junge Menschen frühzeitig dafür sensibilisiert werden, weil es entwickelt sich dann oftmals ein einfaches Verständnis von wegen, ich fühle mich ungerecht behandelt, die anderen sind schuld. Aber zu verstehen, dass man auch bei sich selbst anfangen kann oder diese Thematik im Ganzen zu sehen, wie bereitet man junge Menschen bestmöglich darauf vor, das zu verstehen? Na, indem man ihnen die Zusammenhänge versucht nahezubringen, vielleicht indem man es auch ein bisschen vorlebt und im Übrigen, indem man sie dazu bringt, zu verstehen, dass sie ja sich einbringen können. Das meine ich ja, es ist ein fortlaufender Prozess und alle müssen sich einbringen, können sich auch einbringen. Mir ist es manchmal zu sehr ein bisschen passiv, wenn es heißt, ja, wir müssen die Jungen noch besser ausbilden, dass die sicher, natürlich müssen sie gut ausgebildet werden, das ist schon klar, aber am Ende müssen die Jungen schon auch selber sagen, ich will mich auch einbringen, ich will nicht nur verzichten für mich selber, das ist auch wichtig, jeder kann auch was machen. Jeder kann im Kleinen, im Alltag unheimlich viel tun, ob er sich um irgendwelche anderen Menschen, in welcher Form auch immer, kümmert und dafür engagiert. Ein Schülersprecher engagiert sich ja auch. Für seine, ist auch nicht immer nur nett. Ja, aber meistens. Ich bin es auch mal gewesen. Und das ist doch völlig klar. Ich habe 4 Kinder, na gut, die sind jetzt alle so im Alter ihrer Lehrergeneration. Aber von meinen Kindern, das kannst du genau sehen, als Vater. Einige waren Schülersprecher und andere nicht. Es muss auch nicht jeder Schulsprecher werden, das geht ja gar nicht, so wie nicht jeder Bundeskanzler werden kann übrigens nicht. Das ist schon klar, aber du kannst immer auch Verantwortung übernehmen, du musst dich einbringen. Du musst dich auch wehren. Und wenn dir was nicht gefällt, musst du auch den Mut haben, notfalls auch dem Schulleiter oder dem Lehrer zu sagen, nö, da sind wir nicht mit einverstanden. Das passt uns so nicht, das macht man dann so in der Form. Und wenn der Schulleiter oder die Lehrer einigermaßen klug sind, was sie in der Regel sind, dann sagen sie unter Umständen, du oder sie, das kann man auch ein bisschen anders machen. Also Widerstand, Junge wachsen ja im Widerstand, wie alle Menschen. Wenn sie keinen Widerstand haben, laufen sie ins Leere beim Engagement. Aber sich einbringen, seine Meinung sagen, dafür einzutreten, dann auch Prügel zu kriegen für seine Meinung, das ist unheimlich wichtig. Ich sage oftmals meinen jüngeren Kollegen im Bundestag, der Gutting ist ja so ein älterer Kollege, nicht? Den meine ich jetzt also gar nicht. Also ich weiß nicht, ich glaube, ich bin heute noch rebellischer, als ihr es gewesen seid oder als ihr es heute seid. Auch nicht nur gucke, ja, was bringt mir das jetzt? Oder kriege ich da Ärger? Oder ist das vielleicht nicht so? Nein, für seinen Standpunkt eintreten und dann, wenn einer das Gegenteil sagt, überlegen, warum sagt er das Gegenteil? Hat er recht? Oder habe ich, und wenn ich dann überzeugt bin, ich habe recht, dann kämpft man weiter und sonst macht man es nicht. Das finde ich ist ganz wichtig, dass die Jungen nicht darauf warten, jetzt muss jemand mich
dazu bringen, mich politisch zu engagieren. Ich bin hier gefragt worden, ich habe mich eingemischt. Ich finde, ein Punkt, den ich noch anmerken möchte, dass es ja in gewisser Weise auch ein politisches Problem ist. Wir sind viele hier noch nicht 18, manche sind gerade 18 und dann sind wir auch nicht stimmberechtigt. Und das Gefühl entsteht dann natürlich, dass sich die Politik nicht an die Jugend richtet, dass man im Wahlkampf über Renten diskutiert und am Rande dann eher um Plagiatsvorwürfe als um Klimaziele. Und meiner Meinung nach läuft da was gewaltig schief, weil wir wollen die Zukunft haben und wir können nur diskutieren, wenn wir nicht abstimmen können. Also ehrlich gesagt, ich bin nicht für eine Senkung des Wahlalters. Das bin ich auch nicht. Damit wir es gleich mal ausprobieren mit dem Widerspruch. Ne? Ich meine, dann ist meine Gegenfrage, ist, wer für die Senkung des Wahlalters ist, wie weit? Also runter auf 0, 1 oder wenn die Kinder reden können oder wenn sie zur Schule kommen. Wir haben ja im Übrigen auch im bürgerlichen Recht aus guten Gründen die Regelung, dass man, solange man nicht volljährig ist, auch nicht unbedingt voll geschäftsfähig ist. Das heißt, man haftet nicht zivilrechtlich, und das kann sehr teuer sein, für jeden Blödsinn, den man anstellt. An Baustellen hängt manchmal so ein Schild, Kinder haften für ihre Eltern, der juristisch übrigens gar nicht korrekt ist, um das auch gleich zu sagen. Der klingt so nach Gefährdungshaftung, nicht? Das ist es, aber das ist ein Juristenproblem. Nein, ich finde, die Menschen müssen schon, und der Mensch braucht ja länger als, soweit ich weiß, alle anderen Arten der Schöpfung er braucht länger den Schutz der Eltern als andere Lebewesen. Und solange ich da nicht einigermaßen erwachsen bin, ob man mit 18 schon voll erwachsen ist, aber mit 18, ja, ist okay. Aber so lange, finde ich, sollte man auch nicht über Dinge entscheiden, die dann vielleicht auch nicht richtig sind. Und jetzt zu glauben, die Älteren, da unterschätzen sie jetzt wirklich Eltern und Großeltern, also die ältere Generation. Für die ist doch, glauben Sie doch nicht, dass für die älteren Menschen die Rente das Allerwichtigste ist. Das steht gelegentlich in den Zeitungen. Die allergrößten Sorgen machen sich doch Eltern um ihre Kinder. Also meine Frau nervt mich jeden Tag heute noch beim Frühstück, wenn sie wieder sagt, au, mit der Anna ist das nicht so ganz oder so. Nicht? Eltern machen sich doch um Kinder und Enkel viel mehr Sorgen. Und die müssen ja auch eine Zeit lang dafür sorgen. Deswegen, wenn wir die Umweltpolitik nur den jungen Menschen anvertrauen, dann entlassen wir die Alten übrigens aus der Verantwortung. Das ist auch nichts. Ich bin sehr dafür. Ich habe morgen, glaube ich, oder übermorgen eine Diskussion mit Friday for Future-Delegation. Und das habe ich schon ein paar Mal gemacht. Da sage ich dann auch immer, ja, ich finde toll, dass Sie sich engagieren, teilen nicht alle Ihre Positionen in der Sache, aber ich habe, so wie ich gerade gesagt habe, die Jungen sollen sich einbringen, sollen kämpfen darum. Aber daraus Politik zu machen, dass was passiert und nicht nur demonstrieren, das ist schon verdammt schwer. Da brauche ich übrigens dann auch Mehrheiten. Ich kann ja nicht den Anspruch haben, dass ich entscheide. Es leben 85 Millionen Menschen in Deutschland. Und wer soll denn entscheiden? Doch wohl irgendwie im Ergebnis die Mehrheit der Menschen, die hier leben. Natürlich durch solche, die sie dafür wählt, in der Gemeinde, den Stadtrat, die Oberbürgermeisterin, den Bürgermeister, im Land, den Landtagsabgeordneten, Landesregierung und so weiter und so weiter. Aber die Mehrheit muss entscheiden, das ist das demokratische Prinzip. Ob das richtig oder falsch ist, ist die andere Frage. Aber es ist immer noch besser, als wenn Einzelne entscheiden. Denn wenn Einzelne entscheiden, nicht weil sie jetzt in ein bestimmtes Amt gewählt sind, sondern weil sie glauben, ja, oder sie sind halt die Mächtigsten oder die Brutalsten, sie haben die besten Schläger
oder sind sonst, oder sie haben die meisten bestochen. Es gibt ja nun allzu viele, auch in unserer Nachbarschaft in Europa. Dann glauben sie natürlich nicht, dass ihnen irgendwelche Grenzen gesetzt sind. Und da geht dann die Demut ganz verloren. Ich glaube, ein Punkt, den man noch anmerken könnte, ist erstmal ein Dank an Sie, dass Sie sich mit unserer Generation treffen. Ich glaube, das ist der erste Schritt, Kommunikation, Politik mit der Jugend. Das ist ganz wichtig, denke ich, dass wir das Gefühl haben, dass wir gehört werden, dass man auf unsere Belange auch achtet. Und ich glaube, es ist auch richtig, dass die erwachsene Politik sich um die konkrete Umsetzung der Lösungen kümmert. Ich meine, wie sollen wir das denn schaffen? Aber in der Hinsicht dann hat man manchmal das Gefühl, dass von der Demut der Mut ein bisschen auf der Strecke bleibt, wenn es um unsere Ideen geht, weil wir ja dann eben nicht mit einer Wahl unserer Vertrauen entziehen könnten oder so. Wir können nur auf die Straße gehen, wir können unsere Bitten äußern und die Zugeständnisse, wenn sie nicht reichen, dann können wir nichts dran ändern. Und das ist, glaube ich, eine Aufgabe der Politik, dann auch den Mut zu zeigen. Sie können immer was dran ändern, auch wenn Sie nicht wählen können. Im Übrigen ist die Wahlbeteiligung bei Jüngeren immer noch geringer als bei Älteren. Wir hätten den Brexit nicht gehabt, wenn die Jüngeren in Großbritannien mit demselben Prozentwahlensatz zur Abstimmung gegangen wären als die Älteren. Das ist schon ein bitterer Punkt, denn ich meine, der Brexit ist ein solcher Mist, für die Briten wahrscheinlich und für Europa auf jeden Fall, dass man da auch böse werden kann. Aber das hilft jetzt auch nichts. Wenn es nichts nützt, dann müssen Sie mehr Druck machen, sich mehr engagieren. Wenn Sie in eine Organisation gehen, in einen Verein, in eine Kirchengemeinde, im Sportverein, im Wanderverein, wo immer, in eine Bürgerinitiative, wie gesagt, in eine Partei, in eine Jugendorganisation, und Sie machen entsprechend Druck. Sie glauben gar nicht, wie die Älteren, und wenn Sie beim ersten Mal keinen Erfolg haben, dann machen Sie wieder ein bisschen mehr. Und spätestens beim dritten Mal werden Sie erleben, dass die sagen, müssen wir doch einmal ein bisschen mehr uns damit beschäftigen, warum wollen die das? Aber dann kommt natürlich die schwierige Abwägung. Was machen wir? Nicht? Wenn Sie jetzt zum Beispiel, der Armin Laschet sagt immer, bei dem Thema Ausstieg aus der Stromerzeugung durch Kohle. Ich muss in Nordrhein-Westfalen in den Braunkohlerevieren den Menschen, die da leben, denen das ihre Existenzgrundlage ist, das erklären und den Kopf hinhalten. Oder die verantwortlichen Politiker in der Lausitz, also in Sachsen und Brandenburg. Wenn man durch die Gegend dort fährt, sieht man genau, dass denen ihre jahrzehntelange Existenzgrundlage weggeht. Wenn wir die Automobilindustrie und jetzt nicht nur die Automobilfirmen, sondern auch die ganzen Zulieferer, die ja gerade bei uns im Badischen, wahrscheinlich hier genauso wie bei uns in der Ortenau, in einem nicht ganz unerheblichen Maße von der Automobilindustrie abhängig sind und die natürlich durch die Umstellung auf Elektromobilität, ich unterstelle mal, Elektromobilität sei die Mobilität der Zukunft, gibt es auch Vorbehalte, aber lassen wir mal. Aber viele unserer Zulieferbetriebe verlieren damit ihre Geschäftsgrundlage. Und viele Menschen verlieren ihre Arbeitsplätze und die Familien auch. Das musst du dann abwägen, da musst du gucken, was machst du dann. Und dann wird Politik kompliziert. Und da muss man sagen, es muss aber trotzdem sein, sonst geht es so nicht weiter.
mit dem Klima nicht, mit dem Verlust an Artenvielfalt nicht, der mindestens genauso schlimm ist wie das Klima. Ich glaube das auch, dass wir den ganzen Schutz, den Vielfalt, das wussten ja die Förster schon früher, ist die Voraussetzung für Nachhaltigkeit. Das ist ja auch in vielen anderen Dingen so. Wenn unterschiedliche Dinge stabilisieren sich gegenseitig, da muss man kein Botaniker sein, um das zu begreifen. Okay. Ich würde, das passt wunderbar zu diesen Ausblicken und zu dem, was Sie im Anfangszitat gesagt haben oder Ihrem Eingangsstatement. Sie haben in der Talkshow von Markus Lanz, von dem er manchmal das Gefühl hat, er wäre der neue Regierungssprecher, hatten Sie den Satz gesagt, es gibt in der Politik nicht die Wahrheit, nein, sonst gäbe es keine Freiheit. Was sagt das über unser Zusammenleben in der demokratischen Gesellschaft aus? Es gibt in der Politik nicht die Wahrheit, es gibt auch nicht die richtige Entscheidung. Und eine Entscheidung, die du heute triffst, kann sich, in der Pandemie war das besonders, ist es besonders deutlich sichtbar geworden, dass es nach ein paar Monaten oder nach ein paar Wochen schon falsch war. Also zu sagen, Maske nütze nichts, was ja zunächst mal die Wissenschaft gesagt hat, die Virologen alle, kann ich vergessen. Ein paar Wochen später war es falsch. Dann haben wir nicht genügend Masken gehabt. Dann hat die Politik gemacht, übrigens was auch falsch war, aber was so eine typische Verhaltensweise auch von Menschen ist, sie haben die Grenzen zugemacht. Nach dem Prinzip, sibi quisque proximus est, also jeder ist sich selbst der Nächste. Ist ja auch so ein menschlicher Urinstinkt, so wie ein Ertrinkender immer eine Gefahr für den Retter bedeutet, weil er sich an ihn klammert und dann kann er ihn immer. Also ich habe das genau in Freiburg verfolgt. Freiburg hat ja als erste Stadt ein Betretungsverbot für Menschen jenseits des Rheins erlassen. Da habe ich gedacht, huh, ausgerechnet Freiburg, das doch so liberal sein will. Da hatte einen Tag vorher Frankreich angeordnet, die Geschäfte machen zu. Ja klar, gehst du dann, wenn du in Colmar bist, fährst nach Freiburg, kaufst ein. Übrigens ganz interessant, darauf bin ich natürlich stolz, als die Grenze zugemacht wurde, haben sie bei uns in Kehl und in Offenburg dagegen protestiert. Die haben, also da waren wir besser als die Freiburger, muss ich doch sagen. Die Entscheidung war aber trotzdem falsch. Und wir haben dann übrigens mit der deutsch-französischen Parlamentarierversammlung, das haben wir haben eine gemeinsame Versammlung von 50, jeweils 50 Abgeordneten der Assemblée Nationale des Bundestags. Und wir haben dann ziemlich unter der Leitung der beiden Präsidenten, wir haben auch zwei Vorsitzende, das ist bei uns der Konstanzer Kollege Andreas Jung. Auf französischer Seite ist sein Kollege aus dem Departement Moselle, Christophe Aron, das ist auch ein sehr kluger Mann. Und wir tagen, versuchen Deutschland und Frankreich stärker zusammenzubringen, auch gemeinsame Empfehlungen zu entwickeln, zu begreifen, wie die Franzosen, auch die französische Politik, anders tickt und warum als die Deutsche und umgekehrt. In der Frage haben wir also relativ schnell damals die beiden Innenminister zitiert. Das muss dann der Präsident machen, sonst kommen die nicht. Ich habe dem Seehofer gesagt, du kommst, aber da gibt es keinen Zweifel. Ne? Und dann mussten die auch ziemlich schnell, haben die zugesagt, wir werden keine Grenzschließung mehr machen, weil das ein Blödsinn war. Da lernt man. Aber man macht die Entscheidung, es gibt in der Situation, man muss immer handeln. Das Schlimmste wäre, nicht entscheiden. Man muss Entscheidungen treffen, übrigens ja auch Wissenschaft. Die Naturwissenschaftler sagen uns ja, Wissenschaft ist eigentlich immer nur Falsifizierung. Eine naturwissenschaftliche These bleibt so lange richtig, bis sie wissenschaftlich widerlegt ist. Darin steckt auch dieses Prinzip. Und in der Politik ist es noch viel einfacher. Ich werde oft gefragt, was hättest du beim
wenn sie es heute noch einmal zu tun hätten, beim Einigungsvertrag anders gemacht. Dann sage ich, wenn ich nicht so ganz freundlich bin, sage ich, das ist eine saublöde Frage. Weil man kann ja die Frage nur aus der Situation des Jahres 1990 diskutieren und nicht aus der Situation des Jahres 2021. Das ist doch Blödsinn. Letztes Jahr haben Sie 30 Jahre Wiedervereinigung, alle gesagt, ja, das sei zu schnell gewesen und so. Wenn wir damals nicht ganz schnell gemacht hätten, wären alle junge Menschen aus Thüringen, Sachsen-Anhalt in die Bundesrepublik Deutschland gekommen. Und das Land wäre von jungen Menschen weitgehend entleert gewesen. Also muss es ganz schnell gehen. Und deswegen, das ist aber gut. Ich weiß nicht, wer sich mit Geschichte beschäftigt. Es gibt eine interessante Studie über das Bild von Friedrich dem Großen in der deutschen Geschichtsschreibung. Das hat in den paar Jahrhunderten seit Friedrich dem Großen, der war im 18. Jahrhundert, sich ein paar Mal mehrfach total geändert. Im 18. Jahrhundert war er völlig durch. Dann ist er im Kaiserreich, nach der Reichsgründung 71, war er wieder groß. Die Nazis haben ihn natürlich auch noch im Nationalen. Jetzt geht es wieder ein Stück weit, hat sich wieder ein Stück weit normalisiert. Auch das Bild in der Geschichte verändert sich. Julius Caesar, weil ich schon bei den Lateinern war, hat ja sein Bello Gallico und was er sonst noch geschrieben hat, auch im Wesentlichen zu Propagandazwecken geschrieben, um den Römern zu erzählen, was er für ein toller Hengst ist. Ob das alles so wahr war, wie es gewesen ist, darüber kann man trefflich streiten. Und selbst Napoleon hat lange nicht alle Schlachten so glorreich bestritten, wie in den Geschichtsbüchern steht. Aber er war ein Phänomen in der Manipulation der öffentlichen Meinung. Heute ist es komplizierter mit Facebook und Twitter und geht auch viel schneller. Aber es ist hochspannend, wie sehr der Heiner Geißler hat gesagt, es kommt gar nicht auf die Dinge an, sondern auf die Art, wie über die Dinge geredet wird. Kommunikation ist in der Politik vor allem, nicht nur, von ganz entscheidender Bedeutung. Deswegen wird die Politik natürlich, wie die Gesellschaft auch, durch diese unglaublichen Veränderungen in der Kommunikationstechnologie, also durch Internet und was alles damit zusammenhängt, durch die Tatsache, dass in Sekundenschnelle Informationen ganz in die Welt gehen. Total verändert. Du hast keine Zeit mehr, es gibt eine Atemlosigkeit, die auch wieder große Gefahren hat, große Gefahren beinhaltet. Ich habe ja Flüchtlingskrise erwähnt. Das war ja wunderbar. Die Mehrheit der Deutschen hat auch die Entscheidung, die richtig war von der Frau Merkel, die 30.000 Flüchtlinge da aus Budapest vom Hauptbahnhof nach Deutschland zu lassen. Das war auch in Deutschland hochpopulär. Die sind in München am Hauptbahnhof mit allem Jubel empfangen worden. Ein paar Tage später war die Stimmung total gekippt. Aber Minuten nach der Entscheidung ging rund um die Welt. Die sind alle auch vernetzt. Germany is open. Und dann kam die Flüchtlingswelle, der wir kaum noch Herr geworden sind. Und auf dem Balkan haben sie schon Truppen an den Grenzen aufführen lassen. Wir waren nahe am nächsten Krieg auf dem Balkan. So kompliziert ist Politik. Und so hängt sie von den Veränderungen in den Medien ab. Und es verändert sich immer wieder. Das macht Politik übrigens spannend. Also ich will immer jungen Leuten auch sagen, Politik hat viele Nachteile. Es ist manchmal anstrengend, es ist manchmal ärgerlich, noch schlimmer als Schulsprecher. Aber es ist nie langweilig. Es ist nie langweilig. Und wenn man Freude daran hat, die Dinge
ob jetzt in der Gemeinde oder in der Welt, mitzugestalten. Das ist unheimlich fasziniert. Allerdings, wenn man viel Geld verdienen will, sollte man besser was anderes machen. Man verdient ordentlich, aber man wird nicht reich. Und das muss man auch wissen. Also wer sagt, ich will vor allen Dingen viel Geld verdienen, der sollte sich einen anderen Beruf suchen. Ich glaube, eine Sache, die wir jetzt gerade noch hier an die Schüler und Schülerinnen richten können, ist eine Art Appell, Bekenntnis zur Demokratie auch in unserem Zwischenleben, dass wir diskutieren, dass wir Meinungen austauschen. Weil Demokratie bedeutet ja das Ringen um den Kompromiss und nicht um die Wahrheit. Und das muss uns ja auch klar sein, wenn wir miteinander sprechen, dass es um Mehrheiten geht, dass es um Meinungen geht und die müssen ausgetauscht werden. Und wenn Konflikte nicht ausgetragen werden, dann ist das nur ein Zeichen von Unterdrückung. Ich bedanke mich für das pathetische Schlussstatement und nehme die Jugend gewissermaßen gleich in die Verantwortung, weil wir den anderen Schülerinnen und Schülern auch noch die Gelegenheit geben wollen, dem Herrn Bundestagspräsidenten Fragen zu stellen. Wenn dem so ist, so bitte ich den entsprechenden Schüler, die entsprechende Schülerin um das Handzeichen. Herr Kitzinger. Ja, Mario, du verstehst es besser. Ja. Sehr geehrter Herr Bundestagspräsident, ich bin Noah Kitzinger, ich habe mein Abi dieses Jahr gemacht und ich würde Ihnen gerne eine Frage stellen. Und zwar haben Sie ja vorhin gesagt, Sie waren maßgeblich beteiligt am Aushandeln des Einigungsvertrags und es war sozusagen der Höhepunkt Ihrer politischen Karriere. Haben Sie sich noch andere Ziele gesetzt und würden Sie sagen, Sie haben diese Ziele erreicht in Ihrer ja jetzt schon sehr langen Amtszeit, die Sie jetzt schon hinter sich haben? Naja, wenn ich anfange, mich selber zu loben, höre ich nicht mehr auf. Bekenntnis zur Demut. Ich will Ihnen was sagen. Ich habe mich ja vor der Bundestagswahl 2017 intern entschieden. Ich habe es natürlich nicht öffentlich gemacht, weil es wäre für den Wahlkampf nicht so günstig gewesen. Und ich hatte bei der Bundestagswahl 2017 eigentlich vorgehabt, nicht mehr für den Bundestag zu kandidieren. Dann hat der Volker Kauder, der war damals Fraktionsvorsitzender, die Angela Merkel mobilisiert und hat gesagt, du, der Wolfgang will nicht mehr kandidieren. Und damals ging es der CDU auch nicht so ganz gut. Dann hat die mit mir geredet und hat gesagt, oh Mensch, wenn Sie jetzt auch noch sagen, Sie kandidieren nicht mehr. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, du, die wolle unbedingt, dass ich noch mal kandidiere, worauf die schallend gelacht hat und hat gesagt, das hörst du doch so gerne. Aber ich habe dann intern gesagt, ich mache nicht mehr Finanzminister, weil man muss auch wenn man in dem Alter ist, die Kräfte nehmen ja auch nicht zu. Muss dann gucken, was ich mache und habe mir dann überlegt, Bundestagspräsident würde, glaube ich, für mein Alter und die Erfahrung ganz gut passen. Und dann habe ich mich im Finanzministerium verabschiedet. Ich komme schon auf die Antwort. Ich mache manchmal nur einen kleinen Bogen drumherum. und dann haben mir die Mitarbeiter im Finanzministerium ein Bild geschenkt. Das hängt auch jetzt in meinem Büro. Da haben sich etwa 500 Mitarbeiter des Leitungsbereichs, all die höheren Mitarbeiter, aber auch die normalen, den verschiedenen Dienstgraden, alle in schwarze Anzüge gekleidet und so gruppiert, dass daraus eine Null geworden ist. Wissen Sie, jetzt wird ja gesagt, schwarze Null ist ein Ausdruck von einem Mangel an politischer Gestaltungskraft. Ich finde, dass das Blödsinn ist. Denn der gesunde Menschenverstand ist ja in der Politik auch nicht völlig unwichtig. Und der gesunde Menschenverstand sagt uns, dass du in normalen Zeiten, also wenn es normal läuft, nicht auf Dauer mehr ausgeben kannst, als du einnimmst. Das ist übrigens Nachhaltigkeit. So wie in der Forstwirtschaft Nachhaltigkeit auch mal so definiert worden ist. So viele Bäume schlagen, wie nachwachsen. Das ist gar nicht so schwierig.
nicht in einer Generation mehr verbrauchen. Und als ich damals Finanzminister wurde, war der Entwurf für den Bundeshaushalt 2010, der war noch unter Steinbrück in der vor der Bundestagswahl 2019 erarbeitet worden, da war ich noch Innenminister. Nach der Wahl bin ich dann Finanzminister geworden. Der musste eine Neuverschuldung in 2010 im Entwurf von fast einem Drittel des Bundeshaushalts vorsehen. Das war richtig. Und dann habe ich halt gesagt, ja, was machen wir jetzt? Und das Beste wird sein, wir gucken halt, dass wenn sich die Dinge einigermaßen wirtschaftlich stabilisieren, die Arbeitslosigkeit zurückgeht, wir diese Neuverschuldung abbauen. Das geht nicht über ein Jahr. Da brauchst du ein paar Jahre. Und dann haben wir auch wieder auch noch so gesunder Menschenverstand aus dem Schwarzwald. Gar nicht so viel gescheites Geschwätz. Ich sage, ach, wir tun einfach die Gesamtausgaben im Bundeshaushalt so lange nicht erhöhen, bis wir jedenfalls an der Grenze sind, wo man, damals haben wir gesagt, ja gut, 0,3% vom Bruttoinlandsprodukt, neue Schulden kann man schon machen. Und dann waren wir plötzlich so, dass wir gesagt haben, als wir die 0,3% erreicht hatten, wir könnten auch die Null erreichen. Dann haben wir sogar diskutiert, soll man das machen, weil uns klar war, oh, das wird auch, manche werden das, ich bin stolz darauf, dass es uns gelungen ist, in 4, 5 Jahren, und das hat dann immerhin 5 Jahre gehalten, und am Anfang hat mein Nachfolger gar nichts anderes gemacht, sondern hat ja auch international erklärt, er wollte nicht sagen, Herr, macht so wie der Schäuble, das hätte seine Partei nicht vertragen. Logo. Aber er hat gesagt, deutscher Finanzminister ist deutscher Finanzminister. Aber ich war der Einzige, in dem das jemals in diesen Jahren gelungen ist. Und dass wir nur Glück gehabt haben, ist auch nicht wahr. Ich habe halt immer im Zweifel ein mürrisches Gesicht aufgesetzt. Das ist ein ganz wichtiges Herrschaftsmittel. Weil ich mit dem mürrischen Gesicht mir 95% aller Gespräche erspart habe. Bei dem ich ja doch nur hätte sagen müssen, nee, geht nicht. Geht nicht, denn du hast ja keine Verbündeten dafür. Die einen wollen Steuererleichterungen, wie der Olaf Gutting. Die anderen wollen mehr Ausgaben für das, für jenes, für alles. Ist ja klar. Alle wollen keine neuen Schulden. Nur wenn du weißt, dass 2 und 2 4 ist, und nicht 16, dann muss ich halt sagen, geht nicht. Also heute als Bundestagspräsident habe ich mir angewöhnt, eher ein freundliches Gesicht zu machen. Ich versuche immer entspannend zu wirken. Und wenn die da irgendwo links oder rechts sich wieder so aufblustern, dann mache ich so. Und erstaunlicherweise geht das. Was übrigens eine interessante Erfahrung auch ist, möchte ich Ihnen auch sagen, wenn ich manchmal in Offenburg unterwegs bin, wenn ich unterwegs bin, bin ich in der Regel mit dem Handbike unterwegs. Uns begegnen wir haben viele Menschen aus Afrika, auch Schwarzafrika und überall her. Und wenn die mir begegnen, auch auf dem Fahrrad, und ich schaffe das, dass die mit mir Blickkontakt machen, was viele nicht machen, die gucken weg. Aber wenn wir uns sehen, dann lächle ich sie an oder sage mal guten Tag. Und sie glauben nicht, sie erleben immer wieder ganz interessante Reaktionen. Die sind ein bisschen erstaunt. Aber Mitmenschlichkeit kannst du auch im Kleinen jeden Tag leben, nicht? Aber soll ich meine Erfolge aufzählen? Ich könnte Ihnen auch meine Niederlagen aufzählen, das wäre aber dumm. Das mache ich auch nicht. Sehr geehrter Herr Dr. Schäuble, ich bin Ihnen erstmal sehr dankbar für die Zeit, die Sie sich für junge Menschen nehmen. Meine erste Frage ist, ob Sie mir mein Grundgesetz signieren können.
Ja, das ist eine schöne Frage. Die Antwort lautet ja. Stift habe ich selber. Hoffentlich haben den Taler. Und die zweite Frage? Zu wie viel Prozent würden Sie sagen, stehen Sie hinter Ihrem Kanzlerkandidaten Armin Laschet? Zu wie viel Prozent bin ich? Stehen Sie hinter Armin Laschet? Seit der Kanzlerkandidat ist zu 100%. Und vorher? Also CDU-Vorsitzender war auch zu 100%. Das hat ja, ich glaube, es hat den Markus Söder ein bisschen geärgert. Aber das wollte ich ja gar nicht wissen. Nein, gewählt habe ich ihn als Parteivorsitzender nicht. Ich bin offenbar ein komischer Kerl. Ich habe bei den beiden letzten Wahlen jeweils nicht den gewählt oder die gewählt, die gewählt wurden. Aber wenn die Demokratie ist so, wenn die Mehrheit entschieden hat und sie akzeptieren das nicht, sind sie kein Demokrat. Sozialdemokrat. Und deswegen ist klar, in dem Moment, wo ein Parteivorsitzender gewählt ist, unterstützen sie den. Ich habe, als ich Bundestagskandidat wurde, da hat aus dem Wahlkreis, ich hatte mehrere Gegenbewerber, ich war eigentlich ein relativ, kam von außerhalb, aber ich war so ein frecher Hund in der Jungen Union, ein bisschen bekannt oder berüchtigt und habe erst überraschenderweise Kandidat worden. Und ich habe dann, als mir im dritten Wahlgang noch mein Gegenkandidat war, das war ein etwa knapp 50-jähriger Rechtsanwalt aus Ettenheim, der ist leider längst verstorben. Und als er mir gratuliert hat, habe ich plötzlich gedacht, für dich war das jetzt eher so, ja, probiert's mal. Für den ist seine Lebensplanung zusammengebrochen. Also der hat mir wirklich auch leid getan. Hast ihm auch richtig angesehen. Und dieser Mann rief mich 2 Tage später an. Er war Kreisvorsitzender in Lahr. Es war ja der Wahlkreis, war aus 3 Kreisverbänden. Und sagte zu mir am Telefon, Sie werden verstehen, dass ich Sie nicht gleich angerufen habe. Ich habe ein bisschen Zeit gebraucht, um das zu verkraften. Aber es war Ihr gutes Recht zu kandidieren. Und Sie haben gewonnen, ich habe Ihnen gratuliert. Aber jetzt unterstütze ich Sie. Ich brauche jetzt nur einen Termin von Ihnen, damit wir im Wahlkreis, in meinem Kreisverband rumfahren können, dass ich Sie bekannt machen kann. Und das ist demokratisch vorbildlich. So, und deswegen, ich unterstütze Armin Laschet zu 100%. Vielen Dank für die Frage. Antwort. Das kann Ihnen bei mir immer passieren. Ne? Sehr geehrter Herr Bundestagspräsident, mein Name ist David Steele. Sie haben jetzt im Zuge der Podiumsrede oder in der Diskussion viel über Nachhaltigkeit und in dem Zug natürlich auch Schöpfung bewahren geredet. Das sind ja auch Elemente des christlichen Glaubens, Sie sind ja auch Christ. Und ich würde Sie gerne fragen, welche Rolle spielt Ihr persönlicher christlicher Glaube auch für die Politik, die Sie betreiben? Ja, ich hoffe, also erstens einmal gibt ihr mir ein Stück weit Halt. Und er gibt auch ein Stück weit Mut, das zu machen. Weil man, wie der Ihr Schulleiter gesagt hat, mit beiden Boden in dieser Welt, mit beiden Füßen in dieser Welt stehen. Aber wissen, da ist was anderes. Was das ist, wissen wir auch als Christen nicht so ganz genau. Aber man ist nicht allein. Und dann zitiere ich immer den damaligen Dresdner Bischof Reinelt, der hat bei der Ansprache zum 50-jährigen Todestag der Dresdner Bombennacht, also 1995, in Dresden gesagt, fand ich einen wunderbaren Satz, wo immer in der Welt einer nicht mehr weiß, dass er höchstens der Zweite ist, da ist bald der Teufel los. Und das ist genau diese Beschreibung von Demut. Ansonsten gibt es natürlich bestimmte
Wertvorstellungen, denen man versucht, gerecht zu werden. Und wenn man ehrlich ist, weiß man, dass man ihnen nicht immer gerecht wird. Da sind aber die Protestanten wieder ein kleinen Tick noch mal anders da vielleicht als die Katholiken, obwohl das sich aneinander annähert. Aber für uns ist ja der Mensch, wir haben ja diese Doppelnatur des Menschen sehr viel stärker. Also zum Guten berufen und zugleich in der Sünde verfangen. Und die Menschen können unglaublich Tolles leisten. Übrigens Tolles nicht nur im Sinne von Internet und Handys bauen und zum Mond fliegen, sondern auch Menschen. Es gibt Geschichten aus den dunkelsten Kapiteln der Menschheit. Wenn Sie mal, es gibt Bücher aus der Nazizeit, oder nehmen Sie den Prälat Delp, wie die Menschen in den KZ, in den Konzentrationslagern sich gegenseitig geholfen haben. Oder wie ganz einfache Leute, die nie im Leben dran gedacht hätten, dass sie mal irgendwas wie Helden werden, jüdische Mitbürger im Krieg versteckt haben, wobei sie wussten, dass das Lebensgefahr ist. Aber einfach, weil man das nicht macht. Der Mensch ist zu unglaublich großem, auch im Kleinen, befähigt. Im Großen ja sowieso. Wir sehen ja, was wir alles hinbringen. Aber er ist halt leider auch zum genauen Gegenteil befähigt. Und wenn man das weiß, das ist das, was wir immer als christliches Menschenbild bezeichnen, wird ja immer gefragt, was habt ihr da das C im Namen? Ist das ein Monopol? Ist es natürlich nicht. Aber wir haben die Vorstellung von Menschen oder wir haben die Vorstellung von Politik, dass wir sie für Menschen machen, so wie sie sind und nicht für Menschen machen, wie wir gerne hätten, dass sie wären. Ideologen haben vielleicht eine tolle Idee, sitzen oben auf dem Podium und sind überzeugt, so geht es. Dann sitzen sie da unten und wollen aber nicht so. Daher kommt übrigens der Begriff real existierender Sozialismus. Der hat nie funktioniert. Das lag an den Menschen. Und wenn es nicht funktioniert, dann sperrt man es ein. Und wenn es gar nicht funktioniert, bringt man sie um. Irgendwann kommt die neue Zeit. Kommt sie nicht. Deswegen haben übrigens die Chinesen so Schiss. Ich habe überhaupt keinen Schiss vor China. Wer sich wegen der paar 10.000 Menschen in Hongkong eine solche Blamage leistet, dass man geschlossene Verträge nicht einhält, als ein so großes Reich mit 1,5 Milliarden, die sich anschicken, die größte Wirtschaftsmacht werden zu wollen. Ja, der muss sich selber sehr unsicher sein. Und die haben auch Grund dazu. Wenn ein politisches System nicht auf dem Respekt von Freiheit, aus dem Respekt vor der Würde jedes Menschen, auch vor Tibetern oder Uiguren, beruht, sondern auf dem Machtanspruch einer Partei, die noch so Großes geleistet hat. Die haben ja Großes geleistet in China. Und man muss ja auch Respekt davor haben. 1,5 Milliarden, von denen viele 100 Millionen aus dem Hunger gebracht worden sind. Da kann man nicht so leicht überheblich darüber hinweggehen. Aber wer sich nicht sicher ist, und wenn man eben weiß, dass die alle so leben wollen wie wir, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, nicht diese überzogene Freiheit, die wir vielleicht, wo wir jetzt auch in der Pandemie sehen, wir haben es übertrieben. Freiheit allein ist ja auch nichts, Demokratie allein ist auch nichts, kannst du in der Türkei sehen. Erdogan ist von der Mehrheit gewählt, darüber gibt es keinen Zweifel. Das war nicht immer sehr manipuliert. Seine Verfassungsreform hat er übrigens die Mehrheit bei den Türken in Deutschland gekriegt. Gar nicht im eigenen Land, ja. Ist auch traurig, aber ist so. Aber mit Demokratie hat es wenig zu tun. Weil Freiheit funktioniert auch nicht ohne Grenzen.
ohne Regeln. Deswegen haben die Väter, Mütter gab es damals in der Politik noch nicht so, der amerikanischen Verfassung dieses System von Checks and Balances erfunden. Mehrheit und Bindung an das Recht. Mehrheit alleine richtet auch nicht, schützt Minderheiten nicht. Mehrheit alleine setzt sich auch brutal im Zweifel über Minderheiten oder über Einzelne weg, das kann man ja auch hier sehen. Wenn die, lange Zeit gab es in Deutschland eine klare Mehrheit für die Wiedereinführung der Todesstrafe. Das ist trotzdem falsch. Wenn man die Mehrheit entscheiden ließe und würde sie vorher ein bisschen aufhetzen, so sehr wie beim Brexit in Großbritannien, dann würden sie wahrscheinlich wieder strenge Begrenzungen für Migration und Ausländer raus und weiß der Kuckuck, was sie alles machen. Alles Mist, führt alles nur ins Elend. Nachhaltige Freiheit heißt Freiheit innerhalb von Regeln. Auch das ist eine Balance. Gleichgewicht, das immer wieder neu errungen werden muss, aber da dazwischen bewegt sich's. Ja, ich denke, an einer christlichen Schule auch so ein christliches Plädoyer zum Anfang jetzt auch Ihrer Antwort zu haben, das kann inhaltlich, glaube ich, nicht überhöht werden. Sie haben die großen protestantischen Heiligen, darf ich sagen, genannt hier an der war. Auf Adolf Hitler verweigert hat und dafür dann... Er war auch Katholik. Ich habe den Bonhoeffer hören wollen wahrscheinlich. Sonst hätte ich Bonhoeffer gesagt. Ja, hätten Sie Bonhoeffer gesagt, ja, also... Aber die Wahrheit ist, die evangelische Kirche hat im Dritten Reich in ihrer großen Mehrheit grauenvoll versagt. Ist keine Frage. Dafür war sie dann am Ende in der DDR... Zumindest ein Schutzort für die friedliche Opposition. Da haben sie ein bisschen was davon wieder gut gemacht. Aber gläubig sind die deswegen trotzdem nicht geworden. Den Pfarrer Führer in der Nikolaikirche auch persönlich erleben können in Leipzig. Das war ein eindrucksvoller Typ. Das war natürlich also höchst eindrucksvoll. Wir könnten noch unendlich viele Fragen stellen. Aber ich denke, Sie haben einen weiteren Terminplan heute und ich möchte am Ende jetzt auch noch unsere Oberbürgermeisterin um ihr kurzes Grußwort bitten und es erfolgt auch noch ein Eintrag in das Goldene Buch der Stadt. Was wiegt die Amtskette? Ihre frühere Offenburger Kollegin hat immer geklagt, die Amtskette sei so schwer. Die Edith Schreiner ist eine feine Frau, wenn Sie die meinen, genau. Es gibt nicht mehr so viele Oberbürgermeisterinnen. Ja, es ist eine große Ehre, dass wir Sie überreden konnten, sehr geehrter Herr Dr. Schäuble, sehr geehrter Herr Bundestagsabgeordneter, Herr Landtagsabgeordneter, Herr Bürgermeister, Herr Zepp, Schülerinnen und Schüler, dass Sie in die Schule kommen und dass Sie auch ins Goldene Boot eintragen. Ich halte auch kein großes Grußwort, sondern ich möchte den Bogen spannen zu Demut, weil Sie auch mit dem Schöpfungsgedanken und einen Aspekt fand ich sehr interessant, dass Sie uns nicht sagen, redet über Generationsgerechtigkeit und wir spielen sozusagen die Generation aus. Eine Oberbürgermeisterin hat ja immer für die Jungen und die Senioren und für alle Generationen so Antworten parat, sondern dass sie sagen, es kommt auf die Einstellung ein und dass wir gemeinsam an dem großen Ganzen schaffen. Ich glaube, das ist sehr eindrücklich rübergekommen und das nehme ich auch gerne mit. Wir haben hier in der Stadt Bruchsal letzte Woche den Europakommissar bei uns gehabt für Umwelt und Ozeane, weil wir ein kleines Start-up haben. Und insofern reiht sich das, Herr Zepp, wunderbar ein, dass wir hier in der Stadt, in der Region, dank guter Zusammenarbeit wirklich ganz unterschiedliche Aspekte
dieser Schöpfung betrachten. Und ich glaube, Sie haben da heute wesentlich dazu beigetragen. Persönlich haben Sie etwas angesprochen über Ihren Schicksalsschlag. Von mir ist vor einem Jahr der Mann gestorben. Und ich möchte Ihnen auch allen Mut machen, dass Demut und Mut zusammenkommt, dass nach solchen Situationen, wie Sie es auch selber erlebt haben, wir immer wieder uns vergegenwärtigen, was kann jeder und jede Einzelne dazu beitragen. Und ich glaube, deswegen ist allein Ihr Kommen für uns in der Stadt Bruchsal ein weiteres Durchhalten, auch in schwierigen Situationen die jeweilige Verantwortung anzunehmen. Und ich bin sehr froh, Herr Zepp, bei einem Durchschnitt von 2,0 und besser. Ja, ich komme gleich drauf. Nein, es geht mir um was. Nein, Herr Zepp, ich mache jetzt gleich Wasser in den Wein. Obwohl Sie hier wirklich und weil Sie hier sehr, sehr clevere Schülerinnen und Schüler haben, wird jeder und jeden wichtigen Verantwortungsbereich irgendwann haben. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Verantwortung sich nicht Schulnoten festmacht, sondern an dem jeweiligen Potenzial. Wir brauchen alle und insofern glaube ich, ist es ganz gut. Vielen Dank, Herr Schäuble, für das, dass Sie gleich hier auch noch ins Goldene Buch eintragen und den jungen Menschen hier sage ich, Herr Bürgermeister und ich freuen uns über Engagement, über das, dass Sie motiviert haben und dass Sie vor allem nicht einfach nach dem Mund geredet haben, auch das ist auch Mut. Sie hat einfach gesagt, ihr Jungen, ihr müsst es machen und wir Älteren oder Großälteren machen es nicht. Das zeigt wirklich, dass Politik es ganzheitlich ansehen muss. Wir haben Bundestagsabgeordneten da, wir haben Landtagsabgeordneten da und wir haben Kommunen. Bei Politik müssen immer verschiedene Facetten betrachtet werden. Da haben Sie auch nochmal Wert drauf gelegt und diesen verschiedenen Blickwinkel einnehmen. Ich glaube, das macht uns aus und da ist Bildung natürlich die beste Grundlage, um den Bogen zu Ihrer Schule zu sehen. Und ich glaube, mit den Personen, die Sie genannt haben, Pater Reinisch etc., haben wir Menschen, die das Große in Blick nehmen und trotzdem lokal handeln. Und in diesem Sinne einen lokalen Eintrag. Dankeschön für die Bereitschaft.
Ja, am Ende einer großartigen Veranstaltung darf ich mich ganz herzlich bedanken bei allen, die in irgendeiner Weise dazu beigetragen haben, unseren tollen Musikern, Herr Krähen, der Technik, Matthias Müller, Manuel Münch, unseren Leuten, die da tatkräftig unterstützt haben, allen, die hier gerichtet haben, die geholfen haben, allen, die gekommen sind, natürlich euch Schülerinnen und Schüler. Und ich kann nur sagen, an so einem Tag ist man stolz auf seine Schule, auf euch, auf alle. Das ist ein Pass pro Toto, der hier sitzt, die Kolleginnen, die Kollegen, die Schülerinnen, die Schüler, die Abiturientinnen, die Abiturientin. Also ich danke euch allen und der letzte Dank gilt Ihnen, dass Sie heute zu uns kommen, dass Sie heute zu uns gekommen sind. Es war ein großes Ereignis in unserer Schulgeschichte. Sie haben uns etwas mitgegeben von der Demut, die zur Sprache gekommen ist, aber auch gleichzeitig den Mut, das, was uns auch an dieser Schule wichtig ist, nach vorne zu schauen, positiv zu denken. Jeder noch so geringste Teil kann in der Gesellschaft etwas verändern. Und ich denke, das nehmen wir heute mit. Nehmen Sie einen kleinen Tropfen unseres schuleigenen Weines mit. Wenn er gut ist, sagen Sie, dass Sie am Paulusheim waren. Wenn er schlecht ist, dann halt an irgendeiner anderen Schule. Herzlichen Dank und das dürfen wir Ihnen gerne als kleines Zeichen mitgeben. Vielen Dank. Vielen Dank.